bei uns ist wieder Margarete Schramböck, unsere Wirtschaftsministerin und in dem Fall auch Digitalisierungsministerin. Ich betone je nach Thema sozusagen das eine oder das andere Ressort. Margarete, es geht jetzt um das neue Thema Digital Team Austria. Angesichts der Corona-Krise eine weitere Maßnahme, die hier getroffen wurde. Kannst du uns kurz verraten, um was es da geht? Es ist sehr wichtig, dass wir den Wirtschaftsstandort unterstützen und wenn wir den Unternehmen sagen und sie darum bitten, dass viel von zu Hause aus gearbeitet wird, dann müssen wir auch die Möglichkeiten schaffen. Und mit meiner Vergangenheit, mit meiner Erfahrung von 22 Jahren in der Digitalbranche, habe ich es geschafft, ganz, ganz viele Teams und ganz viele Unternehmen zu gewinnen, mitzumachen beim Digital Team Austria. Was ist das? Unternehmen stellen Produkte und Lösungen, die für das Thema mobiles Arbeiten wichtig sind und genutzt werden müssen, für 3 Monate ohne Entgelt den österreichischen KMUs zur Verfügung. Man kann also hier sicher arbeiten und einfach arbeiten und bekommt die Unterstützung für diese sehr schweren 3 Monate, die es im Moment gibt. Insbesondere um Softwarelösungen hast du schon vielleicht ein paar Insights und welche Unternehmen machen da mit? Machen sehr viele Unternehmen mit, unter anderem die Cisco, die Microsoft, aber auch die A1. Es geht um Bandbreite auf der einen Seite, Unterstützung für die KMUs, Erweiterung der Bandbreite, also Öffnung der Bandbreiten und auf der anderen Seite ganz stark um diese Softwarelösungen wie Office von Microsoft, aber auch Videoconferencing und Sicherheitslösungen, sodass eben es nicht passiert, dass uns aufgrund dieser Situation die Unternehmen, die das noch nicht verwendet haben, die Mitarbeitern unsichere Lösungen verwenden. Da gibt es auch ganz viele Security-Lösungen dafür. Melden sich immer mehr Startups bei uns, die auch aus dem eigenen Produktportfolio vorübergehende Gratis-Tests und Gratis-Logins sozusagen anbieten. Können Sie sich auch bei dir melden? Ist da die Möglichkeit gegeben, einzusteigen in diesen Kreis des Digital Team Austria? Ja, die können sich ja auch bei uns melden. Auch das geht alles über die Seite österreich.gv.at. Da kann man sowohl die Angebote finden, die das Digital Team Austria zur Verfügung stellt und auf der anderen Seite auch für Unternehmen die Möglichkeit, wie kann ich hier mitmachen, wie kann ich mich melden. Wir hoffen, dass sich im Laufe der Zeit immer mehr melden, auch viele Startups, die großartige Lösungen haben und die uns hier unterstützen. Initiative der Bundesregierung gemeinsam mit der Wirtschaft, ein Schulterschluss sozusagen, wie es in solchen Situationen ganz besonders notwendig ist. Spannend auch, dass die Konkurrenten unter sich alle gemeinsam mit an Bord sind und mit dir diese Maßnahme umsetzen. Großes Miteinander, ein Verantwortungsgefühl auch dieser Digitalbranche gegenüber der jetzigen Situation. Sie haben etwas, was ganz dringend jedes Unternehmen braucht und es ist Anstoß für viele Unternehmen, das jetzt auch zum ersten Mal zu nutzen. Da braucht es Hilfe und Unterstützung und sie sollen von uns als Regierung nicht nur die finanzielle Unterstützung bekommen, die ganz, ganz wichtig ist und die Unterstützung, dass die Arbeitsplätze bleiben, sondern auch die ganz praktische Unterstützung. Wie mache ich denn mobiles Arbeiten? Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Wir bleiben dran. Stay tuned und bis später.